Gute Gewohnheiten bekommen uns am besten. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere durch und durch. Leider schleifen sich so nicht nur gute Gepflogenheiten ein, sondern auch solche, die uns langfristig schaden. Einmal etabliert jedoch, sind diese Bräuche schwer wieder loszuwerden. Diesen Effekt können wir uns jedoch zunutze machen, indem wir uns sinnvolle und effektive neue Verhaltensmuster zulegen, die unser Leben jeden Tag noch ein Stück besser machen können. Hier führen auch kleine Schritte dankenswerterweise zum Erfolg. Am besten wäre es natürlich, wenn wir schlechte Angewohnheiten durch gute ersetzen würden. Wir stellen dir in unserem heutigen Video gleich 8 wirkungsvolle Techniken vor, um positive, neue Traditionen in dein Leben zu integrieren. Nummer 1. Welche Veränderung darf es denn sein? Wie immer am Anfang eines noch nie betretenen Pfades Richtung Neuland lautet die Frage, wohin soll die Reise gehen? Welche positiven Veränderungen möchtest du in dein Leben holen? Je detaillierter du diese Frage für dich selbst beantworten kannst, desto besser natürlich. Wenn du gesünder leben oder besser aussehen als einzigen Plan vor Augen hast, wird die Sache nämlich schwieriger. Gönne dir ein paar Minuten Auszeit in völliger Stille. Hör in dich hinein und versuche herauszubekommen, wo der Schuh dich wirklich drückt. Notiere dir anschließend deine angestrebten Ziele. Erst wenn es geschrieben steht, ist es real. Nummer 2. Beobachte und dokumentiere deine Gewohnheiten. Dem Aufschreiben kommt am Weg zu besseren Gepflogenheiten noch eine wichtige Rolle zu. Deine tägliche Dokumentation soll dir als Augenöffner und Leitfaden gleichermaßen dienen. Erst wenn du es schwarz auf weiß vor dir liegen hast, kannst du das Muster erkennen, das du eigentlich durchbrechen oder durch ein besseres ersetzen möchtest. Beobachte dein Verhalten ein paar Tage hindurch ganz objektiv, aber nichtsdestotrotz auch konsequent. Einige der Stolperfallen, die du dir selbst baust, kannst du auf diese Art und Weise schon einmal leicht enttarnen. Nummer 3. Übe dich in Achtsamkeit. Wir leben unser Leben meistens nicht, wir eilen ihm voraus oder lassen es einfach so geschehen. Manche von uns sind inzwischen nur mehr rein passive Konsumenten ihrer Routine, sodass ihnen kaum mehr ein Gefühl der Freude oder des Glücks zuteil wird. Wer es jedoch schafft, im Moment zu leben und jeden Augenblick bewusst wahrzunehmen und zu genießen, der kann aus 24 Stunden Lebenszeit pro Tag das Maximum für sich herausholen. Hör auf mit Multitasking und gewöhne dir an, immer nur einer Sache deine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Wer ständig auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzt, wird auf keiner jemals zugegen sein. Das Geschenk des Lebens verdient größtmögliche Aufmerksamkeit und das mit jedem Atemzug. Nummer 4. Immer schön minimalistisch bleiben. Das Problem mit Veränderungen ist, dass sie von vornherein abschreckend und manchmal schier überwältigend auf uns wirken. Wer sich zum Ziel gesetzt hat, 30 Kilogramm abzunehmen oder seinen Hochschulabschluss in Abendkursen nachzuholen, wird beim bloßen Gedanken daran erst einmal tief durchatmen müssen. Die Lösung für dieses Problem liefert uns der amerikanische Industrielle und Erfinder Henry Ford. Er sagte einst: Nichts ist besonders schwer, wenn du es in kleine Aufgaben teilst. Nimm dir diesen Satz unbedingt zu Herzen und denke jeden Tag daran. Wer mit kleinen Schritten beginnt, kommt ebenso ans Ziel, aber nicht so schnell aus der Puste wie jene, die große Sprünge proben. Zerteile dein großes Ziel in viele kleine Meilensteine. Wenn du mehr der visuelle Typ bist, zeichne dir deine ganz persönliche Timeline auf oder einen Stufenplan, ähnlich einer antiken Pyramide. Denk immer daran, jeder Fortschritt ist ein Erfolg, egal wie groß oder wie klein er auch sein mag. Nummer 5. Neue Gewohnheiten suchen Anschluss. Der beste Weg, um eine neue Tradition zu etablieren, ist, sie an eine bereits vorhandene anzuknüpfen. Diese Taktik nennt sich Habit Stacking.
was so viel bedeutet wie Gewohnheiten stapeln. Wenn du beispielsweise mehr Bewegung in deinen Alltag einbauen möchtest, nimm dir dafür Strecken vor, die du ohnehin zurücklegen würdest. Steig am Weg in die Arbeit beispielsweise 2 Stationen früher aus Bus oder U-Bahn aus und laufe den Rest. Oder leg die 4 Stockwerke bis in dein Büro statt mit dem Lift zu Fuß zurück. Je einfacher du die neuen guten Sitten einführst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir die Übung langfristig gelingt. Nummer 6. Stell dir das Ergebnis in leuchtenden Farben vor. Die Kraft unserer Gedanken und die Macht des Visualisierens dürfen wir auch in diesem Bereich unseres Lebens nicht unterschätzen. Wenn du dich selbst neu erfinden möchtest und nichts anderes haben innovative Lebensveränderungen schließlich zum Ziel, musst du dir diesen Erfolg jeden Tag vor Augen halten. Wie würdest du dich als gesünderer, schlankerer oder erfolgreicherer Mensch fühlen? Wie würdest du aussehen? Wie würde dein Umfeld auf dein neues Ich reagieren? Je intensiver du diese Wunschvorstellungen jeden Tag vor deinem geistigen Auge auferstehen lässt, desto besser wirken sich solche positiven Affirmationen auf den Erfolg deiner Pläne aus. Nummer 7. Sei gut zu dir selbst und bleib offen für Neues. Eine Veränderung herbeizuführen ist an sich schon eine mutige Sache. Wie viel bequemer wäre es schließlich, einfach im gemütlichen Ist-Zustand zu verharren und das bis in alle Ewigkeit? Du darfst dir also allein schon für den Start dieses neuen Lebensabschnittes selbst auf die Schulter klopfen. Außerdem bedeutet dies natürlich nicht, dass deine bisherige Lebensweise falsch war. Du hast sie eben bislang als ideal empfunden und nun hat sich dir ein besserer Weg eröffnet. Hör auf damit, dich selbst zu bestrafen oder in ein negatives Licht zu rücken, nur weil deine Komfortzone bislang dein Heimatplanet war. Der schwierigste Teil von Veränderungen ist immer der erste Schritt. Wenn du diesen gewagt hast, bist du schon so gut wie am Ziel. Jedenfalls aber bist du jetzt nicht mehr zu bremsen. Sei stolz auf dich und lass auch neue Erfahrungen zu. Das Leben ist ein bunter Blumenstrauß, keine eintönige Komposthalde. Augen auf und lass dich überraschen, was an der nächsten Ecke bereits auf dich warten könnte. Nummer 8. Belohne dich selbst und sei großzügig dabei. Wir Menschen funktionieren am besten nach dem Belohnungsprinzip. Wenn du also kleine Etappen deinem großen Ziel entgegen erfolgreich hinter dich gebracht hast, belohne dich ordentlich dafür. Du kannst diesen Teil deiner neuen Routine auch spannender gestalten, indem du viele kleine Wünsche auf Zettel notierst und diese in eine Schachtel oder Box gibst. Jedes Mal, wenn es wieder einmal höchste Zeit dafür ist, stolz auf dich zu sein, ziehst du einen Wunschzettel und erfüllst dir diese kleine Sehnsucht. Du wirst sehen, so viel Spaß hat Veränderung noch nie zuvor gemacht. Unser heutiges Fazit: Mach die Macht der Gewohnheit zu deiner Supermacht. Gewohnheiten sind wie Rituale, mächtige Dinge. Dennoch ist aller Anfang schwer. Vielleicht musst du am Weg zu deinem neuen Lifestyle so manche alten Zöpfe abschneiden und hinter dir lassen. Besonders einige Menschen aus unserem engsten Umfeld reagieren verstört auf anstehende Veränderungen. Sie möchten uns so bleiben lassen, wie wir sind. Allerdings nicht zu unserem Vorteil, sondern ausschließlich zu ihrem. Sei daher vorsichtig, wen du in deine Pläne einweist. Oder, wie Buddha es so weise formulierte, wenn du fliegen möchtest, verabschiede dich von allem, was dich am Boden festhält. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.